mehr aktueller Musik. Uhr, 2 Stunden Kultur und Politik im Stoffwechsel. Die Themen verrät uns der Chris. Hallo. Im Stoffwechsel heute in der ersten Stunde beschäftigen wir uns erstmal mit dem Thema Datenschutz. Im Interview haben wir den österreichischen Datenschutzbeauftragten. Es geht da unter anderem um das Milliardenerbe in Sachen Amazon von Jeff Bezos und wie es da jetzt weitergehen wird. Auch um das Thema Besteuerung von solchen großen Firmen und anderes mehr. Danach geht es mit ausgestrahlt um Atommüllendlager in Deutschland. Da wird nämlich gerade viel diskutiert und gesprochen. Und es gibt neue Listen, welche möglichen Endlager wieder in Frage kommen. Was es da Neues zu berichten gibt, erfahrt ihr im zweiten Teil der ersten Stunde Stoffwechsel. Ab 17 Uhr haben wir dann den Süd-Nord-Funk. Heute heißt das Thema Essen ist politisch. Es geht nach Süd- und nach Lateinamerika und eben unter anderem um das Thema Nahrungsmittelanbau, aber auch um Vergiftung von Nahrungsmitteln, sprich also sogenannte Pflanzenschutzmittel etc. und wie sich das Ganze dort auf die Bevölkerung auswirkt. Das sind die Themen in den 2 Stunden Stoffwechsel zwischen 16 und 18 Uhr. Daran anschließend 18 bis 19 Uhr eine Stunde durchgeknallt. Die Sendung von und für Menschen mit Psychiatrieerfahrung. Da sind wir dabei. 19 bis 20 Uhr Atmas, afrikanisches Leben in Deutschland. Von 20 bis 21 Uhr senden die lokalen Leidenschaften. Bands der Region stellen sich vor, heute mit brennende Ohrwaschel. Von 21 Uhr bis 22 Uhr gibt es die Radio Gays, das schwule Magazin. Da sind wir schlecht dabei. Mitternacht, Art Pop and Roll, Advanced Music for Advanced Listener mit Lukas Münnig. Und von 0 Uhr bis 2 Uhr morgens gibt es noch den Nachtclub DJ-Mixe. Heute Nacht mit Alexander Schmidt und Push Forward Radio. Soweit die Übersicht der Sendungen am heutigen Donnerstag, 4. Februar hier auf der 95,8 bei Radio Z. Ebenfalls fand uns auch über DAB Plus im Kabel Digital und im Livestream über die Webseite radio-z. Zu hören übrigens. Viel Spaß wünscht Stefan Wagner. Stefan Wagner, genau der. Ein ganz alter Hase auf Radio Z. Als ich Anfang der 90er Jahre bei diesem Sender zusammen mit Thomas Brettschneider die Serie Living in the Past moderiert habe, da war er auch schon dran mit sehr viel experimenteller Musik. Das sind jetzt, ja, über 20 Jahre vergangen. Stefan Wagner lässt es immer noch krachen. Radio Z, die Empfehlung vom Alten. Jo, wirklich?